Dann wird es Audio. 9. Chili, abnehmen mit Schärfe. Abnehmen mit Chili. Die Chili zählt zur Pflanzengattung Paprika und ist vor allem wegen ihrer Schärfe beliebt als Gewürz, pur oder als Beilage für Pizzen. Die Schärfe wird durch den in der Chili enthaltenen Stoff Caspazin erzeugt und sorgt im Magen für ein Sättigungsgefühl, weshalb sich die Chilischote zum Abnehmen eignet. Der Körper wird bei der Verdauung dieses scharfen Gemüses auf eine Probe gestellt, weil der Energiebedarf deutlich höher ist und dabei Fettpolster abschmelzen. Der Stoffwechsel erfährt eine Beschleunigung. Der Energieverbrauch erhöht sich und lässt das Fett weniger werden. Bei regelmäßigem Verzehr von Chilischoten und auf lange Sicht wird der Schläfermuskel angekurbelt, was einer Gewichtsreduktion führt. Jede Chilischote hat einen unterschiedlichen Schärfegrad. Je höher er ist, desto weniger sollte die Verzehrmenge sein. Das Hungergefühl wird gedämpft und der Kalorienverbrauch wegen der beim Chiliverzehr erhöhten Körpertemperatur gesteigert. Die Lust auf fetthaltige, süße und salzige Lebensmittel wird reduziert. Neben der Gewichtsreduktion empfiehlt sich die Chili als Salbe oder Pflaster bei Kreislaufbeschwerden, Muskelschmerzen, Krautkrankheiten und Verdauungsschwäche. Der Schärfegrad der Paprikapflanze wird in Scoville gemessen und wurde im Jahr 1912 vom Pharmakologen Wilbur L. Scoville erfunden. Der Scoville-Wert steht auf einer Scoville-Skala und errechnet sich basierend auf dem Anteil des in der Chilischote enthaltenen Caspazins. Die Scoville-Skala reicht von 0 bis 16 Millionen. Wirkung der Chili auf den Körper. Die Wirkung der Chili auf unserem Körper spiegelt sich in Reaktionen wider, die unterschiedlich ausfallen können. Der Biss in eine Chilischote kann einen Schweißausbruch, laufende Nase, Niesen, tränende Augen, Schluckauf, Husten, einen roten Kopf und weitere körperliche Effekte auslösen. Der Grund für diese Resonanz des Körpers auf ihren Genuss ist der Entgiftungsvorgang, der durch das Alkaloid Caspazin ausgelöst wird. Das Glückshormon Endorphine wird ausgeschüttet und löst beim Chiliesser ein Lächeln aus. Wissenschaftlich zeigen sich langfristig gesehen keine negativen Auswirkungen auf den Genussgeschmackssinn, wenn Chili regelmäßig verzehrt wird. Der Geschmackssinn kann sogar eine Verstärkung erfahren, wenn das freudige Gemüse in der richtigen Menge genossen wird, weil die Durchblutung der Zunge steigt und der Körper sozusagen im Turbo-Modus ist. Der Speichelfluss wird angeregt und insgesamt schmecken wir mehr, doch nur wenn wir uns beim Chili-Genuss wohlfühlen und der Körper keine Überforderung mit dem Verzehr haben sollte. Das Caspazin ist ein Alkaloid, das die Schmerzrezeptoren der Schleimhäute reizt und auf diese Weise einen Schmerzempfinden auslöst. Beliebte Chilisorten. Besonders beliebte Chilisorten sind die Jalapeno, Habanero, Pepperoni, Carolina, Reaper und die Chili Tepin. The Source hielt mit dem Scoville-Wert von 7,1 Millionen lange Zeit den Rekord als schärfste Chilisorte der Welt und wurde von der Mad Dog 357 Number 9 Plutonium mit 9 Millionen Scoville abgelöst. Das schärfste Gewürz der Erde ist mit Stand 2017 Blair's 16 Millionen Reserve des Herstellers Blair's Lazar und erreicht auf der Scoville-Skala einen Wert von bis zu 16 Millionen Scoville. Der Hersteller gewinnt das Gewürz durch die Extraktion einer chemischen Verbindung mit reinen Kristallen als Ergebnis. Vor dem Verzehr wird wegen der lebensgefährlichen Schärfe gewarnt, weshalb Blair's Lazar das Gewürz ausschließlich für Testzwecke empfiehlt. Bei der Arbeit mit Blair's 16 Millionen Reserve müssen Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille getragen werden, um den Körper vor Verletzungen zu schützen. Von dem bei Chili-Sammlern beliebten Gewürz werden nur 99 Einheiten produziert und für 300 US-Dollar angeboten. Seit dem Jahr 2014 ist Blair's 16 Millionen Reserve nicht mehr erhältlich. Die Chili eignet sich als wertvoller Begleiter, um sein Gewicht zu reduzieren, den Stoffwechsel und Kalorienverbrauch anzukurbeln. In Schriftform könnt ihr diesen Artikel auch auf meinem Blog Tanzwelt.net nachlesen und das habe ich auch verlinkt. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Dann bis zum nächsten Mal und euch einen erholsamen Tag.